So mögen wir das. Sichere und gesunde Lebensmittel in einer natürlichen Umgebung. Produktionsprozesse in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie müssen konsequent gegen Kontaminationsrisiken geschützt werden. Die Reinigung und Desinfektion offener Oberflächen ist eine notwendige Voraussetzung, um sichere und gesunde Lebensmittel zu gewährleisten. Während der Produktion besteht immer das Risiko von Kreuzkontaminationen. Daher müssen bereits hier Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Angemessene Kleidung und die Durchführung von Personalhygienemaßnahmen sind verbindlich für alle Personen, die den Produktionsbereich betreten. Die Personalhygienemaßnahmen beinhalten das Waschen der Hände mit einer hochwertigen Handseife. Reinigung des Schuhwerks und die Desinfektion der Hände. Am Ende der täglichen Produktion muss ein komplettes Reinigungs- und Desinfektionsverfahren durchgeführt werden. Ein detaillierter Reinigungs- und Desinfektionsplan mit einer schrittweisen Anleitung muss vorliegen. Es ist entscheidend, das richtige Reinigungsmittel einzusetzen, unter Beachtung der Verschmutzungsart und den Umgebungsbedingungen. Grobschmutz muss vor dem Spülen von Hand entfernt werden. Ecolabs Chameleon Hygienetechnik deckt die folgenden Funktionen ab: Spülen mit 25 oder 40 Bar mit der blauen Düse. Schäumen mit der weißen Düse. Desinfektion mit der gelben Düse. Die Vorspülung erfolgt systematisch von oben nach unten. Nach der Vorspülung werden alle Oberflächen durch das Auftragen des Schaums gereinigt. Nach der empfohlenen Einwirkzeit wird der Schaum abgespült. Die Sauberkeit der Oberflächen wird danach visuell überprüft. Mit Ecolabs CleanCheck-Programm wird der Erfolg einer Reinigung auch quantitativ bestimmt.
Nur nach einer erfolgreichen Überprüfung der Sauberkeit darf das Desinfektionsmittel ausgebracht werden. Desinfektionsmittel werden entweder gesprüht oder geschäumt. Durch das Nachspülen wird das Verfahren abgeschlossen. Die Oberflächen sollen vor Produktionsstart abtrocknen können. Eine mikrobiologische Kontrolle ermittelt die Wirksamkeit des Verfahrens. Alle Gegenstände, die zur Reinigung benutzt wurden, müssen für den nächsten Tag vorbereitet, gereinigt und angemessen gelagert werden. Reinigungs- und Desinfektionsmittel werden aufgefüllt und der Lagerbestand überprüft. Regelmäßige Wartung der Hygienetechnik dient der Funktionssicherheit und einem störungsfreien Reinigungsablauf. Ecolabs Service sichert das Reinigungs- und Desinfektionsverfahren ab. Es muss regelmäßig überprüft werden, im Interesse einer zuverlässigen Hygiene. Personalschulungen fördern den verantwortungsvollen und wirtschaftlichen Umgang mit Geräten und Reinigungsmitteln. Sichere und gesunde Lebensmittel herzustellen ist eine komplexe Aufgabe. Lassen Sie sich bei Reinigung und Desinfektion unterstützen. Von Ecolab.